Hallo, ihr seht mich heute leicht gebückt hinter einem Line-up von Wahoo Smart Trainern. Wahoo ist ja der Erfinder des direkt angetriebenen Smart Trainers. Und wir haben hier vorne das Line-up der 2018er Modellreihe, bestehend aus dem Top-Modell, dem Wahoo Kicker Modell oder Version 4, 2018, 2019 und dem kleinen Bruder, ganz neu auf dem Markt, dem Wahoo Kicker Core. Dahinter haben wir das Modell aus dem Vorjahr, den Wahoo Kicker in der Version Nummer 3. Was sind denn die Unterschiede zwischen den 2018er Modellen und den 2017er Modellen? Eigentlich ist es die Lautstärke. Das 2017er Modell war noch nicht ganz flüsterleise. Und wenn ihr auf den 2018er Modellen fahrt, egal ob auf dem großen Kicker oder auf dem Kicker Core, die sind wirklich leise. Was man hört, ist der Antrieb, also Kette und Kassette, Freilauf, aber kein eigenes Betriebsgeräusch, das durch den Riemen hier verursacht wird. Das hatten wir im 2017er Modell noch anders. Der hat gesungen, nicht sehr laut, aber es hat doch manche Leute gestört. Das hat Wahoo wirklich super in den Griff gekriegt. Und von daher, wenn ihr jetzt ein Auswahlkriterium sucht zwischen Kicker Core und dem großen Kicker 2018, Lautstärke ist kein Auswahlkriterium, sind beide flüsterleise. Trotzdem, wer sich noch ein Vorgängermodell kaufen will, vielleicht noch gebraucht, kein Problem, der Wahoo Kicker 2017 ist ein super Smart Trainer. Zum Preis: Der große Kicker kostet nach wie vor etwa 1200 Euro Listenpreis und der kleine Bruder Kicker Core ist schon für 800 Euro zu haben. Gebraucht gibt es, habe ich jetzt gesehen bei eBay Kleinanzeigen, den Kicker 2017 ebenfalls etwa für 800 Euro. Von daher entweder neues Modell 800 Euro hier leise oder das Spitzenmodell von 2017 ein bisschen lauter, kriegt ihr eben ungefähr für denselben Kurs. Ja, was sind denn die Unterschiede? So von der Technik her, Riemenantrieb haben sie alle. Wobei der Riemen sich so weit geändert hat oder die Antriebstechnologie, dass man sie nicht mehr hört, das haben wir gesagt. Wir haben hier Schwungräder drin und die Schwungmasse beträgt bei dem großen Kicker 2018 7,25 Kilogramm. Das ist wirklich eine Menge für ein sehr, sehr realistisches Fahrgefühl. 2017, das Vorgängermodell, kam mit 5,67 Kilo zurecht. Auch da habe ich eigentlich jetzt für mich keine riesengroßen Unterschiede gemerkt. Man kann das 2017er Spitzenmodell eigentlich jetzt mit dem 2018er Core vergleichen. Das Schwungrad des Core wiegt 5,44 Kilo. Also kein großer Unterschied zwischen Kicker Core und Kicker 2017. Vom Gewicht her, das sind alles drei schwere Brüder. Der Kicker Core ist ein bisschen leichter mit 18,2 Kilo. Und der Kicker 2018, der wiegt 21,33 Kilo. Das ist kein riesiger Unterschied. Sie sind alle sehr standfest. Wir haben hier eine unterschiedliche Technologie an den Beinen. Man kann den Kicker Core im Grunde, ich versuche das mal hier, nur hier in der, ups, nur hier etwas klappen. Mehr geht nicht, aber damit ist er auch ganz gut verstaubar. Wieder zurück, wohingegen ich die Beine des großen Kicker hier so wegklappen kann, dann wird er sehr schmal und vor allen Dingen, was wichtig ist, und ihr seht mich gleich nicht mehr, aber ist egal, man kann hier über diesen Griff den Kicker sehr gut transportieren und heben. Er bleibt immer im Lot und man kann sich deswegen auch nicht verheben, wenn man ihn irgendwo anders hinträgt. Ja. Ich werde jetzt mal die Geräte kurz umdrehen, damit ihr weitere Unterschiede seht. Aus leicht sind sie nicht. Wie gesagt, zwischen 2017 und 2018. Was man hier sieht, 2017, ich hoffe, man sieht es überhaupt im Video, hier ist nochmal eine Deckplatte drin, die hat wahrscheinlich auch für ja, Vibrationen, für Geräusch gesorgt. Das ist bei den 2018er Modellen
nicht mehr der Fall. Ja, da ist eben dieses Rad auf der linken Seite offen. Was mir hier auffällt, wenn ich jetzt da rangreife, beim großen Kicker ist es sehr schön glatt gearbeitet. Beim Kicker Core ist die Oberfläche nicht ganz so schön behandelt, die ist ein bisschen rauer. Aber ehrlich gesagt, wen stört's? Ganz wichtig, wenn ihr einen gebrauchten Kicker kaufen wollt, die Modelle ab 2017, also Kicker Version 3, sind mit dem, hier hinten haben wir ihn, Wahoo Kicker Climb kompatibel, wo eben durch den Climb das Fahrrad eben Steigungen und Gefälle simulieren kann. Und dafür braucht es hier bewegliche Einsätze, die hatten die Vorgängermodelle noch nicht gehabt. Woran erkenne ich das Modell ja? Ganz einfach. Es gab ja früher nur dieses eine Kicker-Modell. Und wenn ihr jetzt hier seht, dieses Teil ist hier so ja, etwas angewinkelt im Dreieck. Das Modell 2016 war hier vorne komplett flach. Daran seht ihr den Unterschied. Also wenn ihr hier dieses Dreieck seht und hier nicht irgendwie eine flache Fläche, dann handelt es sich um das Modell 2017 oder Modell 2018. Woran man ansonsten Modell 2017 und 2018 unterscheiden kann, wie gesagt, hier ist eine Deckplatte drauf und dort keine. Vom Lieferumfang, die großen Modelle wurden schon immer mit einer Kassette, 11-fach SRAM Shimano kompatibel verkauft. Der Wahoo Kicker Core kommt ohne Kassette. Die müsst ihr euch also dazu kaufen. Also wenn ihr über den Preis nachdenkt, eben, ihr braucht hier auf jeden Fall zwingend noch eine Kassette. Die kostet in der Regel, je nachdem was ihr kauft, Shimano 105 vielleicht zwischen 35 und 60 Euro. Und was man noch erwähnen muss, mit dem großen Kicker wird ein Wahoo Trittfrequenzsensor mitgeliefert. Den müsstet ihr euch, wenn ihr Trittfrequenz fahren wollt, beziehungsweise wenn ihr nicht schon einen Plus- oder Bluetooth-Trittfrequenzsensor am Rad habt, hier beim Wahoo Kicker Core auch noch dazu kaufen. Ansonsten sind alle Trainer von Wahoo im Grunde fahrbar mit Radgrößen ab 24 Zoll bis 29 Zoll MTB. Wobei der Wahoo Kicker, wenn ihr verschiedene Radgrößen habt, müsst ihr im Grunde das Vorderrad unterstützen, damit ihr das Niveau des Rades reguliert. Durch die unterschiedlichen Radgrößen sind ja die Fahrräder unterschiedlich hoch. Das braucht ihr beim Wahoo Kicker, also beim großen nicht, weil hier kann man nochmal die Radgröße einstellen, was eben den Rahmen hebt oder senkt. Wer allerdings mit dem Wahoo Climb fährt, da habt ihr sowieso die Niveauregulierung an der Gabel. Da ist es eigentlich unerheblich, was ihr fahrt. Ja, und ich habe Räder, die haben, zumindest die Räder, die ich hier auf der Rolle fahre oder auf dem Smart Trainer, die haben normale Schnellspannerachse. Dafür gibt es dann Einsätze. Die hole ich hier mal raus. Wie gesagt, die sind drehbar und ich kann die Einsätze im Grunde, es gibt ja Radaufnahmen mit 130 mm und 135 mm. Man muss hier eigentlich nur diesen einen Einsatz rumdrehen. Jetzt habe ich so um 135 mm Breite. Stecke ich den Aufsatz anders rein, habe ich 130 mm Breite. Ganz einfach. Und was natürlich gibt, es gibt ja Leute, die haben Fahrräder mit Steckachsen. Das kommt ja immer mehr vor. Und es gibt auch Steckachsen-Einsätze für das Hinterrad, die eben dann 12 x 142 oder 12 x 148 mm Steckachsen unterstützen. Und die kommen eben dann ganz genauso hier rein. Und schon habe ich den Wahoo Kicker auf Steckachse umgerüstet. Das geht genauso mit dem neuen Kicker Core. Alle Modelle sind An Plus und Bluetooth geeignet, also An Plus FEC und Bluetooth 4.0. Ja, das ist eigentlich prima. Was die Genauigkeit betrifft bei der Wattmessung, liegen wir bei allen drei Modellen bei plus minus 2%. Das große Modell 2018 kann 2200 Watt Widerstand simulieren. Das kleine Modell Kicker Core
schafft immer noch 1800. Allemal genug für Cycling Claude, mehr kann ich gar nicht treten. Das Vorgängermodell Kicker 2017 schaffte 2000er. Also für den Hausgebrauch immer gut. Und ich glaube auch selbst Profis, welcher Profi tritt schon irgendwann beim Training mal mehr als 1800 Watt. Und wenn ihr 2200 Watt mit dem großen Kicker, immer möglich. Ja, ansonsten gibt es gar nicht so viele Unterschiede. Und es kommt auf den Geldbeutel an. Mein großer Tipp für 2018 ist, kauft euch den Wahoo Kicker Core. Der reicht den allermeisten Leuten aus. Und investiert den Preisunterschied, immerhin 400 Euro, in einen Kicker Klein, um eben diese Niveauregulierung hinzubekommen, um wirklich bei Swift, das ist genial, man fährt Innsbruck berghoch, bergunter und das Rad hebt und senkt sich. Man muss eben dann auch, wenn man hier richtig ballert, man muss gar nicht mehr schauen bei Swift auf dem Bildschirm, muss ich jetzt hoch oder runter schalten, sobald sich der Swift, der Client etwas anhebt, weiß ich sofort, ich muss irgendwie einen Gang oder zwei runterschalten, um gleich weiterballern zu können. Das ist wirklich cool. Ansonsten, ja, es gibt natürlich auch andere Anbieter von Smart-Trainern, die sind zum Großteil auch nicht super schlecht. Was ich bisher getestet habe, an den Wahoo Kicker kommt keiner ran. Und was die Lautstärke betrifft, selbst der Wahoo Kicker Core flüsterleise. Da kommt auch ein, ein Tax Neo nicht ganz hin. Der ist ein Tick lauter und eine ganze Menge teurer. Für den Hausgebrauch Kicker Core. Wer wirklich ein Topmodell fahren will, den Kicker Version 2018. Und wem so ein leichtes Singgeräusch egal ist und ansonsten etwa die Werte hat, haben möchte, die der Kicker Core hat, der kann sich natürlich auch immer noch guten Gewissens für den Kicker 2017 entscheiden. Den gibt es vielleicht irgendwo noch im Sonderangebot, aber auf jeden Fall eBay Kleinanzeigen, eBay, wo auch immer, bei Freunden fragen. Ja, er sollte fair vielleicht momentan für 800 Euro gehandelt werden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt ein bisschen was dazugelernt. Mich freut es, dass Wahoo mir die Geräte zur Verfügung gestellt hat. Der Kicker Core wird jetzt gleich wieder eingepackt und zu Wahoo zurückgeschickt. Vielen Dank dafür. Der große Kicker, ja, ich freue mich, den darf ich noch ein bisschen länger fahren und vor allen Dingen auf Swift dieses Jahr richtig geil Gas geben. Das war's, euer Claude.